Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Borderlands 3. Ich wollte immer Ratchet & Clank sagen, aber dann ist es nicht. Mit Bubbles. Es geht weiter. Ja. Wunderschön. Genau. So, wir sollen zur Kammer des Schleckens. Wir haben noch einen Nebenquest, dann wollen wir die auslassen. Eine Nebenquest? Okay, ja dann. Willkommen auf der Schlachtstern 3000, aber wir müssen nicht auf dem Schlachtstern 3000 heißen. Okay, auf wo müssen wir da hin? Ach, da hast du eine Mission, ach stimmt, das war doch die, da, wo wir nicht hinkonnten, weil wir da die Hauptquest dafür machen mussten. Ah, stimmt, ja, ja, okay. Mhm. Gut, dann. Und jetzt mal hier ein Autowagen. Ah. Wie weit ist überhaupt noch? Das? Sorry. Der Turbo geht voll ab! Der Turbo geht voll ab. Ja, ich geh auch voll ab. So, Abfahrt, let's go. Pommesbombe oder wie man sie nennt. Pommesbude. Ja, yeah, Pommesbombe, so sieht's nämlich aus. Pommesbombe. Gefällt mir! Ja, kriegt eins, gefällt mir. So, nimm da. Das ging schnell. Jetzt müssen wir jetzt wieder durchballern, ne? Und so, hier sind wir, okay. Hm. Ja, ja, wir haben schon mal hier durchgeballert. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal müssen, ob die jetzt respawnen. Die jetzt bei Respawn-Attempt angerufen haben und. Darauf habe ich lange gewartet, Kammerjäger. Ach, Trond, der sagt, sagt. General Daniel Trond. Und du bist die nutzlose Missgeburt, die meinen kleinen Bruder, ja, ist ja Samuel nicht auf Athenas getötet hat. Tyrene Calypso sagte schon, du würdest hier auftauchen. Ich hab Sammy beigebracht, wie man kämpft. Aber du hast ihm beigebracht, wie man stirbt. Hab ich gern gemacht. Guter Lehrmeister bin ich. Also, wie man stirbt. Hm? Nicht, dass wir uns missverstehen. Trond! Super! Noch ein Trond. Meine andere Faust war schon eifersüchtig. Meine Fäuste sind bereit. Nein, Herr Richter, ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn beigebracht, man stirbt. Das ist ein ganz anderer Sachverhalt. Das stimmt. Ja. Hey, du Portalbombe. Geht zu weit zurück. Ach so, es soll jetzt Half-Life 3 kommen. Soll in Entwicklung sein. Jetzt wieder. Schon wieder. Ja, schon wieder. Oh. Ohne Witz, auf den Trailer werde ich reacten, wenn er kommt, da muss ich, weil das ist eigentlich das ist ja Mythos, das Ding, wenn das kommt. Ja, das stimmt. Das wäre so witzig. Achso, das ist ein Iron Cup wieder. Ein Iron Cup. Ah, der ist auch geil. Dein Roboter. Kann ich nachladen, was ist das denn? Was? Kann ich nachladen, warte mal. Ah, okay. Ich werde die Nachladeanimation rumgebackt. Irgendwie ist das Spiel nicht so ganz auf der Höhe. Ja, bei mir zuckt es aber auch ein bisschen. Komisch. Warum auch immer? Komisch, ja, ich habe eine RTX 380 Ti, das ist halt. Guck mal. Ja, ist halt. Wenn du irgendwas für ein Upgrade-Pirate ist. Mit so einem schlechten PC kannst du halt nicht erwarten, dass es so lange gut geht. Ich habe mir Tiny Tina für 3,30 Euro geholt, fällt das ist billig. Dann haben die gesagt, nee, der kostet sich jetzt nur im Zell. Alter, das war. Aber ich habe jetzt auch unnormal Bock auf Tiny Tina nachher, ne? Als ich sie jetzt in der Bibliothek habe, muss ich sagen, fühlt sich anders geil an, so. Wenn ich fühle ich. Wenn ich mich Arschloch, du Arschloch. Meinungen sind die Arschlöcher, jeder hat eins, so, tschüss. Ja, das stimmt. Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. Das hab ich aus dem Clint aus dem Clint Eastwood Film hab ich das, Dirty Harry, kennst du? Kennst du die Reihe? Ja. Ich musste so lange halt jetzt zum ersten Mal gucken. Wie kommt mir das bekannt vor? Ich konnte es gerade nicht zuordnen. Ich hab alle 5 Filme zu Hause. Oder 6? Nee, 5 waren das. Alle 5. Stimmt. Richtig und richtig. Uah, hässlich. Was für eine Schlacht! Du bist unglaublich! Das war nur der Bodensatz. Mal sehen, wie du dich gegen meine Elite schlägst. Elite-Partner? .com. Was? Oh. Das ist süß. Okay. Hab dein Spielzeug mal kaputt gemacht, tut mir leid. Ha, zu meiner Zeit. Danke für den Drop. Kraftfeld ausgeschaltet, statt drüber zu springen. Sieht aus, als
sonst müsstest du den Generator auf der anderen Seite ausschalten. Du kommst nicht durch das Kraftfeld, bevor du den Generator auf der anderen Seite ausgeschaltet hast. Wie ich immer sage, wenn du in der Scheiße steckst, such dir ein Plateau. Die Position. Kommt man da nicht hoch? Willst du ein Schild haben? Was für ein Schild? Na bitte! Jetzt jagt den Generator hoch, Kammerjäger! Oder sofort? Ich hab einen besseren. Ja. In Ordnung! Die Brücke zur Kammer ist direkt voraus! Hier ist er. Nee, da hab ich einen besseren. Oh, danke. Bitte. Ich hab den Schild übrigens extra gekauft. Und damit ich jetzt einen besseren hab und nicht geguckt vorher. Ich hab mich erst gekauft und dann geguckt. Ja. Sparen kann ich. Willkommen, ja, willkommen. Der Tork hat noch einen Ring des Gemetzels. Oh. Boah. Ring des Gemetzels? Oh, das klingt nach einem Arena-Kampf. Oh ja, bitte. Hatten wir noch keinen. Aber erstmal holen wir uns den da hinten. Ja? Oder? Ja, das ist besser als vor. Achso, die Brücke wurde tot. Es gibt einen anderen Weg zu kommen, aber das wird nicht leicht. Boah, du. Natürlich nicht. Ja, dann machen wir uns erstmal den, holen uns erstmal den anderen. Es ist schön, zur Abwechslung mal Gesellschaft zu haben. Ah, Sanctuary, bringst du uns hin? Mit keinem Menschen gesprochen. Können wir schneller reisen. Also. Abgestürzt. Ja. Seitdem stecke ich hier fest. Also. Ich musste echt kreativ sein, um hier zu überleben. Willst du mein Geheimnis wissen? Nee. Ich bin echt schlau. Ich sage immer, schlau. Wenn du nur schlau bist, viel Spaß, dann reden wir die Brücke. Das wirst du tun. Echt? Wenn ich wiederkomme, dann steht die da. Wenn wir wiederkommen, dann steht die da. Ja, sonst kracht's. Dann schmeißen wir dich darüber. Hey, Kion! Vaughn sagt, Pandora zittert wie ein Eisgag mit Fieberträumen. Kein Wort von Tyreen, aber wir halten dir den Hintern frei. Was mein Lieblingsteil von dir ist, wie du weißt. Ich gehe zur Schlachtstelle 3000. Okay. Kannst du bitte mich einen auf den Anzug machen? Wie heißt sie? Hey, Ellie? Kannst du aufhören? Eine Gelegenheit für dich. Er heißt Pommes Panzer. Pommes Panzer? Das ist wichtig. Scheiße, das war's schon. Macht weiter Crew-Sachen, Crew. Crew-Sachen? Hast du schon gewonnen? Nee, noch nicht. Warte, kannst du doch schon mal schnell reisen, wenn dessen müsst ihr doch verkaufen können, oder? Geht das nicht? Ich denke. Ja. Oh, Alter, wie das alles bebt, das ist geil. Ja, ist nicht zu entschuldigen. Du willst kein Geld mehr für Respawns ausgeben? Ich hab die Lösung. Okay. Weißt du, ich hab sowas mal aus einem Patienten entfernt. Wir sprechen später. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Das überlege ich mir noch. Ich hab sowas momentan mal... Momentan nicht so wirklich Lust drauf. Das ist ein Patienten entfernt, das ist geil. Achso, genau, was hab ich da überhaupt für Items bekommen? War da irgendwas Gutes bei? Ach ja, meine Infinity habe ich ja noch, stimmt. Die kann oh, wir. Das war's für dich. Zu viel Geld und zu wenig Blut. Wow, wir haben mehr Schildkapazität. Ja, danke. Gerne. Hat sich wirklich gelohnt, dass ich dieses Ding gekauft habe, Alter. Jetzt habe ich mehr Schildkapazität. So, ah, das ist geil. Voll nice. Wirklich gelohnt. Ich glaub, verkaufe ich meinen Bräuch nicht. Hast du Spaß da unten mit dir, Leon? Nimm mich jetzt mit. Weg. Wie wär's? Ich auch kann weg. Dir das auch gut schreiben. Passt. Gut. Eine Kapsel Landeschmupfel, sag ich immer. Hast du Spaß da unten mit dir, Leon? So ein Wendkampf wäre halt echt geil, ey. Auf jeden. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, ich will nur alles jetzt verkaufen. Danke, ich greife gerne drauf. Ah, ich bei dir zu weg. Ausgehen. Das behalte ich mal. Willst schon gehen? So, ja, ich will gehen. Ich hab keine Lust mehr. Ich will jetzt gehen. Ich bin bereit und ich bin in Form. Okay, dann los. Oh, warte, ich muss ein bisschen näher ran.
dem Stahl ihr gemacht seid! Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt mache ich sicher schon, dass ich doch die richtigen Waffen dafür habe. Nehmen wir mal die Flood als Pistole. Dann probieren wir mal den neuen Tri-Bolt aus. Der Hellwalker muss natürlich mit. Und ja, das Spin ist auch ganz geil. Oder ich versuche mal die Sniper. Könnte auch witzig sein. Gut. Muni habe ich? Nice, nee. Die haben wir. So. Ich glaube, ich nehme... Das könnte lustig werden. Aber es macht Spaß. Was? Banditen in der ganzen Galaxis, was? So, jetzt können wir loslegen. Muni kaufen. Ah, nur weil wir hier sind, hat ja schon was. Zeig endlosen Wellen von Malevon-Truppen, das zahlenmäßige Stärke und ein Heimvorteil nicht ausreichend, um dich zu erledigen. Wie geil. Echt nochmal ein Wellenkampf. Nice. Wir lassen Blue. Oh, ich hab gar keinen. Ja? Okay, bist du bereit? Oh, geil, ich bin so schon bereit. Oh, ich liebe Wellenkämpfe. Bodenschmetterer, okay, das ist dann da dieses Sprungding, ne? Und. Genau. Ah, okay. Und vor allem liebe ich. Oh, ich erinnere mich an das Ding hier. Ich meine, mich zu erinnern. Oh, das wird lustig. Oh, das wird lustig. Ein Irrenhaus. Ah, ja, okay, so ging das. Gott. Let's fucking go, Alter! Machen wir die Wichser fertig! Holen wir uns jetzt mal die Bodenschmetterer-Kills. Geht weiter, so gut wir können. Ja, ich glaube, wir sollten sie erst anschießen. Warum hast du das versucht? Ja, das ist ganz gut, das stimmt. Die Waffen sind ein bisschen hart. Ja, hoffen wir, das reicht jetzt. Ah, ey, das ist natürlich... Das Problem ist. Wieder mit dir! Also. Toll, und der? Nimm echt wenig Schaden durch die Schmetterer. Ja, also ist vielleicht. Nee, der lebt. Ey, wodurch ist der jetzt gestorben? Das war natürlich mal ein Schmetterer. Scheiß Dreck ineinander. Oh, fuck. Ja, ey, das ist ja. Oh, du hast einen gekillt durch den Schmetterer. Ja. Okay, ich muss halt, okay. Kommen Sie. Ich hab hier im Fuß geschossen, das zählt nicht, okay. Na, zu den Schaden. Fuck! Nein, jetzt ist natürlich mein Brandschaden gestorben, also eine Scheiße. Hm. Oh. Die Gegner sind gar nicht mehr die Herausforderung, aber diese Challenge. Das ist wieder das Problem. Ja, auf jeden Fall. Also, die Waffe ein bisschen zu stark. Ja. Und meine Skills sind halt auch ein bisschen hinderlich, weil ich halt immer extra Schaden an denen anrichte. Schlag nach unten! Oh, ja, okay, das ist natürlich doof. Die Tiger ist ja, ich hab ein Problem. Wollen die willkommen? Ja, wäre glaube ich ganz gut. Also, wenn du noch kannst. Ich weiß, wo du bist. Ja, bin tot. Fuck. Ja, das wollte ich eigentlich auch. Ja, bin ich auch tot. Ne, bin ich. Ja, wie du. Ja, das ist ja echt eine blöde. Ja, es geht. Und das Challenge ist halt echt nervig, weil du kaum Schaden machst. Aber ewig. Hätten wir sonst auf die Bodenschmetterkills? Bewegt die Girls dein Team auf, was? Hm. Da kann der hinkommen. Ja. Bewegt die Girls dein Team auf, also.
Das, du kannst es machen, also aber ich habe eben wieder einen erschossen. Also das ist halt echt irre. Ja. Dann können wir es nicht meine Absicht. Ich würde es im Zug schön machen. Besser. Na gut. Okay, die Waffe ist aber echt scheiße, die wechsle ich nochmal aus. Dann nehme ich lieber meinen Phaser. Du hast Feinde, ich habe Munition. So. Ich meine, wollen wir da auf Scheiße, aber wollen wir das auf Kampf machen? Keine Ahnung. Boah. Ich würde sagen, wir. Wenn sich die Gelegenheit bietet, können wir es versuchen, aber wir sollten jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt auf. Gambeln so. Okay. Lohnt sich wahrscheinlich auch nicht. Wir machen schon solche krassen Belohnungen, allein schon dieses Töten. Ja, das stimmt. Das fühlt sich toll an. Ich meine, dass du auch immer irgendwo drauf springen musst, ist halt wirklich so. Danke. Ach, ich spawn also hinter mir, kleinen Vögel. Gut. Das war leider nicht so eine gute Idee, Jungs. Den könnte ich mir ein bisschen. Ah, einen habe ich. Ich kannte ey, ich hätte ihn doch durch meinen. Das, ich hätte das Eis doch. Achso, war der schon. Gilt der schon als tot, wenn er komplett vereist ist? Das ist ja doof. Wenn ich habe ja. Ja, ich glaube ja. Ja, hab ich gerade, weil sonst hätte ich. Das wäre jetzt ein bisschen mit der Waffe hier super easy. Ich meine, wenn die Boote im Winter auch normal gehen würden, halt immer, dass die ganze irgendwo drauf gehen müsstest, wäre das ja auch noch mal ein bisschen sehr tot. Aha. Leck mich. Nein! Ich spüre! Es fragt mich beim Vorgesetzten? Was? Ich meine, so wie das für mich aussieht, müssen wir wahrscheinlich in diesem gesamten Ding nur 5 Kills holen. Wir müssen da 5 Runden holen. Und dann ist es sicherlich machbar. Oder eine Menge Wellen dafür Zeit, also es könnte sogar irgendwie gehen. Nee, oder? Oder ist ich glaube Runde 1 ist jetzt Runde 0. Ich glaube Runde ist das ein Ding. 5 Runden. Ja, aber ich glaube dieses Bundmetter-Kills-Ding doch die ganze Zeit halt, oder nicht? Ja, ein bisschen lang, oder? Keine Ahnung. Man, ich finde es halt irgendwie auch echt eine komische. Oh shit! Ja, der ist auch wieder tot, der ebenfalls tot war, den ich nur kurz holen wollte. Ja, die sterben ja auf die fliegen weg, ne? Ist halt auch ein. Ja, es dauert. Oh man, das dauert nur lange ewig. Nimm das! So, das wäre ein kleines Arschloch, hm? Warte. Ja, jetzt kommt, rennt er auch noch weg. Weil er mir hinterher rennen muss. Oh. Aber steh, Mensch. Hab ein! Damn, ich hab auch eins. Oh. Sehr schön! Dann rennt er einen noch hinterher. Aha. Ich würde aber jetzt ins Pass. Ich muss nochmal kurz. Weg. Ich hab wieder einen, ich hab 4. Ah, sehr gut. Ja, oh. Ja. Gib mir mal eine Infinity, die könnte ganz gut sein. Der Battlesoldat hier ist ziemlich angeknackst. Ich hab nur Millimeter Schaden gemacht, Leute. Oh, fast, einmal noch. Nee, yes. Nee, so schnell war ich nicht. Ich hab die umgebracht. Shit, warte, ich bin angeschlagen. Ich muss ja immer kurz. Du bist
Ja, haut ab. Lass mir den. Nee, ich muss ja wiederbeleben. Nee, du hast einen gehabt. Wir haben's. 5 Kills. Sehr gut. Gut, jetzt können wir die einfach abschlachten. Alles easy. Oh, endlich. Oh, jetzt komm her. Also, ja, muss ich mal sagen, da waren die bei Borland 2 ein Tick entspannter. Definitiv, ja. Also, ja, die Bodenschmetterer-Kills sind echt schwierig, weil man mit dem Schmetterer ohne Upgrades halt nicht wirklich viel Schaden macht, so. Aber den baust du auch nie. Also. Nee, deswegen. Also, das ist halt cool, aber. Der ist jetzt nicht so OP bei Saints Row oder so, also von daher. Alter, ich fühle mich hier wie bei John Wick, Alter. Ich rutsche, tritt hin und dann knall ich ihn weg. Hä? Willst du mal eine Knarre vollstellen, was wir da machen? Ja, gut. Dann hab ich aber mal das Gefühl, wenn du es zu schnell machst, dass das Spiel es auch nicht für dich annimmt. Also, wenn du es zu schnell machst, ist das Spiel so schnell auch nicht, kommt das Spiel so schnell nicht hinterher. Ja, das stimmt. Das kann gut sein. Fühlt sich. Danke. Was?